Wie lange ist es her, dass Gargarensis Armee diese Stelle passiert hat? Nicht lange. Ein paar Tage vielleicht. Sie zogen in die Berge im Norden und begannen, Wälle und Befestigungen zu errichten. Dann liegt dort der Eingang zur Unterwelt. Er ist bereits bis zum Tor vorgedrungen. Wenn er das Tor öffnet, dann ist euer Ragnarök gekommen. Wir müssen ihn aufhalten. So, liebe Spaßgesellschaft, willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. So, da wir jetzt doch einige berittene Truppen haben, werden wir die doch mal ein bisschen anders unterteilen als sonst. So, ihr holt mal hier ein bisschen Mampf, würde ich sagen. Derweil holt ihr hier mal ein bisschen Holz, würde ich sagen. Oh, da oben ist auch direkt Nahrung für uns, das ist sehr schön. Allerdings sehe ich gerade noch kein Gold, das finde ich jetzt ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Ja, wir schauen mal, vielleicht haben wir ja hinten irgendwo Glück, dass wir ein bisschen Gold finden. Nicht einfach nur eine Sackgasse. Ich fürchte aber, wir werden hier noch einiges mehr finden als nur Gold, wenn wir es überhaupt finden. Sieht mir so verdächtig aus, diese Stelle. Ah, Gold! Schön! Okay. So, wir brauchen... Was ist das denn? Der einsame Wanderer. Odin haucht Ulfsachs den Geist des einsamen Wanderers ein und erhöht so ihre Geschwindigkeit. Das ist schon mal an sich sehr geil. Ich sollte vielleicht auch mal anfangen, Gebäude zu bauen und nicht mehr nur die Landschaft anzugucken. So, 1, 2. Das dürfte reichen. Fürs Erste. Ach, guck mal. Aha. Wir haben hinten ja noch Gold. Das ist ja mal super. Tilbuin? Ja. So, lieber Zwerg, einmal. Da bitte wird Boom. Zack, Schmiede als nächstes. Oh, sehr schön, Valkyren. Ich finde Valkyren rocken einfach. Also allein wegen dieser Heilfähigkeit, ich mag einfach Heiler. Und vor allem, wenn sie draufhauen können, dann mag ich Heiler sogar noch mehr. Oh, hey, wie kommen die denn hier rein? So, wir nehmen, würde ich sagen, wieder einmal Skadi. Denn mit der bin ich eigentlich immer sehr gut gefahren, möchte ich meinen. So, ihr beide auch mal bitte zum Goldhacken antreten. So, dann müssen wir jetzt erstmal hier oben ein bisschen unsere Linien sichern. So, ich glaube, 5 reichen, dann können wir schon mal direkt ins nächste Zeitalter vorrücken. Was hat ihr nochmal? Ach genau, Huskale, stimmt. Dann machen wir hinten auch nochmal den... Machen wir auch nochmal die Schotten dicht hier hinten. So, komm, zack. Ihr erkundet derweil mal hier hinten, was wir da haben zum Dichtmachen. Ja. Skepan. Komm, fertig werden hier, zack. Skepan. Atraus. Ah, toll, du triffst noch nicht mehr. Oh, ein Dorfzentrum. Das ist interessant. Skepan. Ein paar Axtwerfer, das ist natürlich nicht interessant, sondern Kacke. Aber gut. So, dann verbessern wir erstmal sämtliche Wälle und bauen hier noch ein... zwei Türmchen hin. Beziehungsweise, ich glaube, wir sollten erstmal unsere Basis ausbauen, so kasernenmäßig und sowas. Telbuin? Mehr Gold. Ach, ich sehe. Oh, ich kriege natürlich jetzt erst mit, dass wir vergessen haben,
vielleicht mal Leute so ein bisschen Nahrung sammeln zu lassen hier hinten. Und ich wundere mich schon, warum ich nichts habe. Ja, merke ich selber. So, dich hätten wir schon mal weg vom Fenster. Ja, so, du fährst dann einmal mit da hoch. Gepan. So, wir brauchen erstmal hier ein vernünftiges Türmchen, dass wir auch mal gegen den Lümmel da bestehen können. Auf jeden Fall schon mal gut, dass wir die Mauer hier haben. Die hilft uns schon mal ein bisschen, den Gegner auf Distanz zu halten. So, aber ich wollte noch eine Kaserne bauen, fällt mir gerade ein. Erstmal wieder das übliche Tamtam, ne? So, wir sollten auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Herse bauen, beziehungsweise erstmal den einen oder anderen Sammler. Ach Mist, die Kaserne habe ich natürlich jetzt strunzendämlich gebaut, aber... Ach, die Kaserne, sage ich, den Marktplatz, ihr wisst, was ich meine. Bäm, mal eben weggeboxt. So, holen wir uns erstmal einige Axtwerfer dazu. Und einen Herse haben wir jetzt auch schon. Fangen wir oben jetzt mal an, das gleich zuzubauen und dann holen wir uns das Dorfzentrum hier hinten. Da ist Wasser. Okay. Da sehe ich einen Fels. Kann man da jetzt dran vorbeilaufen? Ich befürchte was, ne? Jo. Oh, das klassische Zeitalter, der feine Herr. Komm, ein bisschen noch? Jawohl, so. Dann baut ihr mal schön die Mauer da fertig. Wir holen hier noch unsere Axtwerfer dazu. So, und da kommt ein Tor rein. Nein, ich meine nicht den Gottesdonner, ich meine einfach nur so ein Tor. Ach, guck an, ich habe ja einen Raben. Den habe ich irgendwie komplett vergessen. Ja, dann späh doch mal ein bisschen die Gegend aus. Da brauchen wir noch ein bisschen Ressourcen, aber das kriegen wir hin. Da macht man eine Mauer kaputt. Das ist natürlich gar nicht schön. Müssen wir... Ey, der macht aber ziemlich viel gerade kaputt. Das finde ich nicht cool, mein Lieber. So was macht man nicht. So, der Rabe spawnt, glaube ich, neu, hoffe ich zumindest. So, dann rückt schon mal nach da hinten vor. Dann holen wir uns nämlich gleich mal das Dorfzentrum, wenn wir hier ein paar Verbesserungen vorgenommen haben. So, ja, werden erstmal direkt alle Einheiten verbessert. Dann machen wir das Dorfzentrum platt. Und dann haben wir auch was, wo wir unseren Marktkarren gleich hinschicken können, also unsere Ochsen. Damit wir schön an köstliches Gold rankommen. Ja, dafür habe ich leider noch nicht das Material. Aber hierfür. Das finde ich schön. Komm, hau dem aufs Maul!
Na gut, dann haut ihm nicht aufs Maul. Dann haut halt dem Dorfzentrum hier aufs Maul. Der schickt auch noch einen Zwerg, um Holz zu hacken. Ey, wie dumm ist der eigentlich? Aber gut, es soll uns natürlich nicht stören. Wenn er meint, das so machen zu müssen, dann macht er das halt so. Da tun wir uns doch keinen Zwang mit an. So, Dorfzentrum down. Machen wir hier noch das Türmchen platt. Und ich habe leider meinen... Ah, jetzt habe ich endlich gesehen, wer ihn angegriffen hat. Nämlich meinen einzigen Herse, den ich hatte. Das ist natürlich schade, aber... Nun gut, sei es drum. Baut ihr hier doch direkt mal ein Dorfzentrum hin. So, du holst mal eben das hier, was auch immer das ist. Skarabäus-Anhänger. Er hört die Angriffsstärke von unserem Belagerungsquatsch. Das finde ich sehr schön. Ab in den Tempel damit. Ich brauche einfach mehr Zeugs. Ich habe Holz ohne Ende, das heißt, ich verkaufe mal was davon. Dann habe ich mehr Gold. Na, dafür reicht es leider auch nicht so ganz. So, aber jetzt reicht es dafür. Moment, du solltest doch hier das in den Tempel bringen. Warum heute hier das Angriffssymbol? Hier wurde tatsächlich was angegriffen, aber von wem oder was? Ah, keine Ahnung, bestimmt irgendein Viech oder so. Ist ja auch wurscht. So, du hältst dich also für ein Gottesgeschenk für die Weiblichkeit. Hauen wir doch mal direkt noch ein paar Ochsen hinterher. So, mal ein bisschen mehr was für die Upgrades machen. So, wie viel bringen die jetzt? 27, das ist okay. Das ist eine Summe, mit der kann ich leben. Ich sollte aber noch ein paar Sammler dazu holen. Ich habe nämlich hier noch zwei unbewirtschaftete Felder und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich als jemand, der total auf Symmetrie etc. abfährt. Es geht natürlich gar nicht. So, fahren wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich musste jetzt gerade kurz überlegen, warum ich hier keine Huskale ausbilden kann, bis mir eingefallen ist, Moment mal, das geht sowieso nicht. Ich muss da eben... Wo war denn hier... Hier. Genau so. Also, wir haben Freya, das hilft der Kavallerie. Wir haben Skadi. Als Hauptgott haben wir Odin. Reguläre Soldaten regenerieren. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir sollten nicht auf Kavallerie gehen. Das heißt, wir sollten hier dann auch entsprechend auf Tür wieder gehen. Gut, 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 gut. Okay. Normale Einheiten, das heißt, Huskale können auch durchaus... kommen, aber keine berittenen Stoßtruppen oder ähnliches. Das wird an der Stelle nicht lohnen. Was aber lohnen würde, wäre jetzt... scheiße, jetzt habe ich natürlich keine göttliche Macht mehr dafür über. Machen jetzt erstmal hier die Schotten dicht, dass der dann nicht irgendwie meint, auf einmal durchkommen zu müssen oder so. Wie viel Gold habe ich hier hinten noch? Ja, gar nicht mehr so furchtbar viel, aber das kriegen wir noch einigermaßen verpackt. Jau.
Hatte ich jetzt eigentlich schon dieses... Ja, dass sie schneller sammeln, habe ich erforscht, okay. Dann verkaufe ich noch mehr Holz. Kauf ein bisschen Nahrung. Aha. So, stimmt, hier wollte ich ja noch ein Tor bauen. Dumm, didi dumm, didi dumm, didi dumm. So, wir haben gleich genug Gold, um ins nächste Zeitalter vorzurücken. Und zwar jetzt. So, Balder wollten wir nehmen, ne? Nein, Moment, Quatsch, wir wollten Tür nehmen. Wunderprächtig. So, wir brauchen aber dringend mal wieder ein paar Herse. Was? Wo? Wer? Nein, nicht mein Huskarl. Sehr schön, alles geschafft am Leben zu halten. Ach, guck an, ein Axtwerfer, der aufs Maul will ja dann. Soll er es kriegen? Sollte ich noch mehr Mampf holen? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ach komm, ich hole erstmal noch zwei Zwerge dazu. Damit es mit dem Goldhacken mal ein bisschen schneller geht. Ach, Moment, ich baue jetzt hier oben erstmal meine Festung hin. Und dann kann ich hier noch direkt die Sichtweite erhöhen. Wunderbar, das kriegen wir doch alle hin, ihr Lieben. Und schon sind wir bald im nächsten Zeitalter. So, die Festung steht. Bong. So, was war das? Huskarle. Ah, ein Gebäude in größeren Schaden. Sehr schön. Ja, mehr Mampf wäre auch gut. Ach, so viele Sachen, die wir noch verbessern könnten, müssten und auch machen werden bei Gelegenheit. Oh, er hat das heroische Zeitalter erreicht. Schön. GZ, mein Lieber. Finde ich voll toll. Ich bin begeistert. Nein, das klingt nur so sarkastisch. Das ist ernst gemeint. Ihr wisst, was ich meine, ne? Könnten theoretisch schon mal ein bisschen was vorrücken. Aber ich bin jemand, ich verbessere lieber erstmal meine Einheiten vollständig, bevor ich irgendwie vorrücke. Machen wir erstmal die Karawanen ein bisschen schneller. Und dann können wir auch hier ein bisschen schneller unsere Upgrades fahren. Ach, guck an, die Raben. Guck mal, da steht ja schon der kleine Klettermaxe. So, dann erkundet ihr mal bitte die Gegend. Und schaut mal, was ihr so findet. Erstmal da, alle meine Einheiten. Gargarensis hat Wälle errichtet, um alle Zugänge zu diesen Bergen zu blockieren. Also. Dann sollte ich mal ein paar Ballisten bauen, wa? Effektive gegen Soldaten, Schiffe, mittelmäßig gegen Gebäude. Mittelmäßig ist mir nicht stark genug. Dann belasse ich es doch bei der guten alten Ramme. Machen wir mal drei Stück. So, ich produziere kein Gold mehr, das ist natürlich schlecht. Deswegen einmal hier hingehen, bitte. Alles an Gold schrüpfen, was geht. Jetzt habe ich mir selber leider ein bisschen hier den Weg zugestellt. Das ist natürlich besonders geschickt. Ah, du Lulli, ey. Prost,
kannst noch so oft ins Horn blasen, es ist mir vollkommen egal. Ja, Skipan. Skipan. So. Pilko. Brauchen deutlich mehr Gold. Ein paar Valkyren sollte ich mir auch noch bei Gelegenheit dazu holen, aber. Bei Gelegenheit halt. Ne? Skipan. Ja, aber ich glaube, wir können so langsam aber sicher doch schon mal ein bisschen vorrücken. So, machen wir erstmal alle Einheiten ein bisschen besser. Und hier hätte ich ganz gerne noch das Upgrade. Da fehlt uns aber noch ein bisschen Kampferfahrung für. Also göttliche Gunst aufgrund von Kämpfen. Ach, der Wolf greift da immer an. Das ist ja frech. So, dann auf Kameraden, aufs Pferd. Oh Gott, entschuldigt bitte. Na super, der ist irgendwie drin gespawnt. Schön. Ja, dann können wir die auch hier ganz entfernen. Wir brauchen Rammen, um diese Welle niederzureißen. Ups, Moment. Ja, dann lassen wir das wirklich mal eben die Rammen machen. Dann einmal das Türmchen da einreißen. So, bringt alles um, das ist schön. Oh, der hat sehr viele Herse, die er mir hier entgegenschmeißen will. Das finde ich natürlich frech. Komm, wir frieren seine Truppen mal ein. Das macht es ein bisschen einfacher. Wir sollten mal ein paar Truppen nachbauen. So, meine letzte Ramme stelle ich gerade erschreckend fest. So, wir sind schon fast da. Das dauert gar nicht mehr so lange. So, dann marschieren wir erstmal hier ein, machen schön direkt seine Kasernen platt. Können wir noch was Gescheites verbessern? Also wir holen jetzt erstmal, sammeln jetzt erstmal unsere Trüppchen hier. Können wir ihm direkt die Fresse polieren. Freue ich mich drüber, ich mag den mit Fresse polieren. Apropos Fresse polieren, wir sollten mal ein bisschen Upgrades machen hier. Was stimmt denn nicht mit mir? Gut, ihr könnt gerne da hinten ein bisschen rummoschen. So. So, dann machen wir mal das Dorfzentrum da platt. Aber die Valkyrie kommt in den Truppen natürlich mit. So, Dorfzentrum platt. So, ich wollte gerade sagen, da habe ich doch noch ein bisschen mehr hingeschickt. Ach komm, wir hauen einfach schnell allem aufs Maul, was hier so rankommt.
Wobei, wir könnten hinten den Tempel schon mal direkt platt machen. So, wir lassen mal eben unseren Rahmen hier noch erkunden, von wo die Gegner hier genau kommen. Damit wir nicht so ganz ins Ungewisse rennen. Oha, da steht noch eine Festung im Weg. So, dann schmeißt ihr mal all eure Äxte in die Fresse, die ihr so habt. Wir gönnen uns mal eine ganz kurze Verschnaufpause mit Heilung. Aber ich würde sagen, komm, scheiß drauf, wir schicken die Rammen als erste los. Kommt, hau den aufs Maul, das schafft ihr doch wohl. Komm, die kriegen wir doch locker platt hier. Ja, läuft doch. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Nichts Weltbewegendes. Doch, hier meine Upgrades habe ich vergessen. Komm, ein bisschen noch. Wie sind denn jetzt da runtergekommen? Wie seid ihr denn jetzt da runtergeglitscht? Mal ganz im Ernst. Na super, egal. Sind natürlich nur meine Valkyren, die mal eben alles heilen sollen hier. Und eine Ramme auch noch. Ah, schön. Alles weggeglitscht hier. Kriege ich mal, aber trotzdem alles hin ist kein Problem, ihr Lieben. Wir bauen uns einfach hier noch um zwei Rammen. Und wir holen uns hier noch ein paar Valkyren nach. Ich bin euch bis hierher gefolgt, Gargarensis. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ja, das glaube ich auch, dass er uns nicht aufhalten wird, weil wir sind einfach viel zu gut. Dumm, die Dumm, wir hauen einem hier aufs Maul. So, ein Türmchen weg. Nächstes Türmchen gleich auch weg. So, das war's schon mit den Upgrades. Ach komm, Forsch, techen wir doch ein bisschen was hoch. So, gib ihm das letzte Türchen. Dann müsste es das gewesen sein. Genau, das Tor zerstören und dann haben wir schon. Ach, Leute, ich mag das, wenn es so schön rund läuft wie jetzt. Und ja, das lief ja jetzt wirklich sehr rund, ne? Ich glaube, das ist einigermaßen unstrittig. Oh, jetzt müssen wir noch alle Soldaten vernichten, die da rauskommen. Na, dann hoffen wir mal, dass wir das auf eine Anzahl von Tieren ziehen. Hm. Achso, das habe ich die Nahrung, ja gut. So, das war's, ihr Lieben. Wir haben es geschafft. Also ab in die Unterwelt. Hui! Lasst euch durch das Aussehen nicht täuschen. Durch diesen Brunnen gelangen wir nach Niflheim. Ihr geht zuerst, Chiron. Wenn ihr schreiend eurem Tod entgegenstürzt, bleiben wir hier. Wenn ihr euch entschieden habt, wer als Erster geht, werde ich bereits unten warten.
Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, die Zwerge warten da wieder. Was sie vorhaben, erfahren wir vielleicht beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.